Ey, ist krass. Ich wusste gar nicht, dass Pietro Lombardi damals schon richtig, richtig groß im Game war bei Dallas Mavericks. Greetings an Pietro Lombardi, Mann. Ey, du hast dich echt gut gehalten, mein Lieber. Longa, du hast dich richtig gut kalte, Longa. Richtig gut kalte. Wunderschönen guten Abend. Ich sage euch, wie es ist. Schon als ich ihm diesen Ordner in der Hand hatte, es geht um Basketballkarten. Und jetzt zieht euch das mal rein. Und jetzt schlägt mein auf, das habe ich nicht gesehen. Hey, ich war da, glaube ich, so, ich war vielleicht 8. Hab da ein geiles NBA reingezimmert. Guckt's euch an. Leute, guckt euch mal, wie die damals aussahen. Lasst einfach mal auf euch wirken, Mann. Wie gesagt, ich habe vorhin eigentlich einfach eine gefunden. Sean Kemp, die kommt noch 1990. Deswegen, ich hätte voll Bock auf Basketballkarten öffnen. Wenn du Basketballkarten vertreibst und uns 5.000 schicken willst, mach das bitte. Danke. Aber wir bräuchten halt alte Karten, ne? Und wenn man die damals von einem Jordan oder so hatte, war aus die Maus. Ey, allein ey, dieser Ordner gibt mir einfach Backflash Mode to the fullest, Mann. Dennis Rodman, die ist von 95, die Karte. Die Karte sieht einfach so geil Oldschool-Flavor-mäßig aus. Die ersten Seiten waren so die, die man getauscht hat. Und ich war damals der absolute Charlotte Hornets-Fan. Als kleiner Dude hat man einfach die Sachen ausgeschnitten und draufgeklebt. Einfach Maxi Bogues, Sean Kemp, Alter, mit einem Achselsack to the fullest, Mann. Gebt euch mal die. Die ist von 1990. Sean Kemp als Center bei Seattle Supersonic. Guck mal, wie er aussieht, Alter. Alter Vater, da fliegt der Splash weg, Mann. Der Trainer. Ja, Leid, macht mal ruhig. Ich geh mal in die Hose hock und klär alles von der Seite. Mein Name ist Brian Hill. Ganz entspannt, Longer. Ich hab alles im Griff. Gar nichts. Die sehen alle urig aus, ne? Ja, Mann, die hier eben war auch 94. Dieser eine Ordner, den habe ich mein ganzes Leben irgendwie schon bei mir, Digga. Dieser Ordner. Der Ordner ist halt einfach 32 Jahre alt, Mann. Das ist geil, dass der auch jeden Umzug alles mitgemacht hat. Der ist überall mitgewandert. Ich weiß auch nicht, warum, Mann. Wie stylisch die auch damals aussahen in der NBA. Sagt mal, die Layouts von den Karten auch einfach edel, ne? Schlicht irgendwie, aber trotzdem edel, Mann. Abschweifen. Und da hatte ich richtig krasse. Seht ihr ja? Aber die habe ich dann weggetauscht, ich Idiot, ne? Damals war man halt auch noch ein bisschen dappig. Und das Krasse ist, wir waren immer in so einem Laden in Heidelberg. George hieß der, Greetings, Alter. Ich weiß, den gibt's glaube ich nicht mehr. Aber da hast du natürlich als junger Dude immer Karten gekauft. Ey, das war auch eine geile Zeit, George in Heidelberg. Und dann hat man sich da irgendwann immer wieder mit den Leuten getroffen und hat einfach Karten getauscht, Alter. Hat Packs gezogen. Ey, das war so krass, Mann. Guck mal, auch fresh. Auch fresh, Mann. Die haben irgendwie was Beruhigendes, oder? Meine Helden einfach. Meine damaligen Helden. Ich sage euch, wie es ist. Und hier, damals mein wirklich, ich habe den so abgefeiert. Ich habe den so krass abgefeiert, Leute. Wie groß war der Typ? Wer weiß es noch? Maxi Bogues? Ich glaube, das war der kleinste in der NBA. King. Die ist auch wieder wie eine Bankkarte, so richtig dick. Guck mal, Glitzer. Genau, und hier ist, glaube ich, eine dabei. Die hat so, ich glaube, wenn die mit der 3D-Brille die reinzwirbelst, kommt der ein bisschen so rausgesprungen. Ne? Sieht jetzt aus wie Don Bromillo. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, das sollte nur eine kurze Session sein mit diesen wunderbaren Bildern. Wunderbare Basketball-Backflash-Session. Das macht mir immer wieder sehr Spaß. Und in der Vergangenheit abzuschweifen, trotzdem aber hier und jetzt alles nice finden. Ihr wisst, wie es ist, Mann. Nicht zu arg, früher war alles gut. Ich sage das immer wieder, weil ich zu viele Leute kenne, die mir das immer wieder sagen wollen. Früher war alles besser. Es gibt Sachen, die früher tatsächlich besser waren, aber es gibt auch Sachen, die heute besser sind. Weil, wären wir in früher, hätten wir den Stream heute gar nicht gehabt. Dann hätten wir jetzt gar nicht zusammen streamen können.
zusammen Basketballkarten anschauen können. Also, ne, immer Good Vibes, Bad Vibes. Es ist immer, ne, von allem was dabei. Yin-Yang-mäßig. Bis ganz bald.